Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es natürlich um das Thema Optionshandel. Und heute beschäftigen wir uns mit einer Frage, nämlich gibt es Märkte, wo man merkt, da wird es schwieriger, die wir vielleicht als Optionshändler nicht mehr handeln sollten? So, das ist also halt eine Kurzversion des Espresso-Talks. Ich habe hier einen Espresso, nein, natürlich nicht, sondern es ist früher Morgen und deswegen habe ich mir hier einen kleinen Espresso geben lassen. Thema Märkte, die schwierig sind. Wie komme ich darauf? Gestern hatten wir Coaching. Ihr wisst, wir machen ja zweimal in der Woche Live-Sitzungen hier in unserem Coaching. Das heißt, wir schauen uns unsere Konten an, die wir gemeinsam mit unseren Kunden handeln. Große Konten, wo wir Future-Optionen handeln, kleine Konten, wo wir Aktienoptionen handeln. Wir beantworten Fragen, wir stellen Inhalte vor und also was so zu lernen gibt über den Optionshandel. Und das Spannendste ist eigentlich dann immer so die letzte halbe, dreiviertel Stunde, also die letzten 45 Minuten, und weil da stellen die Coaching-Teilnehmer Fragen. Und sie schicken mir dann auch ganz häufig Trade-Beispiele und wir versuchen dann gemeinsam aus diesen Trade-Beispielen eben etwas zu lernen, dass man sagt, okay, das ist gut gemacht, das ist nicht so gut gemacht, das kann man beim nächsten Mal besser machen. Und in den letzten Tagen und eben auch gestern wieder kam wieder einmal die Frage, und zwar, wie ist denn das, wenn ich jetzt beispielsweise, und in dem Falle war es bezogen auf den Markt für Live Cattle, also Lebendrinder, dass der eine oder zwei oder drei Teilnehmer hatten geschrieben, dass sie momentan mit diesem Markt Probleme haben. Also das heißt, sie hatten Trades aufgesetzt vor einigen Tagen nach bestimmten Systemen, die wir handeln, und haben dann auch, als diese Trades sich nicht von Beginn an gleich so entwickelt haben, wie wir uns das gedacht haben, haben sie natürlich nach unseren ganz normalen Regeln, also das heißt adjustieren, wir rollen die Positionen, die unter Druck sind, weg, versuchen längere Laufzeiten zu kommen, wir versuchen in Strangles umzuwandeln, all diese Dinge, das haben sie gemacht. Und nun war es aber so, dass gerade dieser eine spezielle Markt, eben die Live Cattles, wie so ein bisschen von der Tarantel gestochen hin und her zuckten. Also das heißt zuerst, ich sag mal, man fängt an mit einer Call-Option und dann schoss der Markt plötzlich hoch. Wir mussten mit einem Put gegensetzen und den Call dann oben rausnehmen. Dann ging der Markt wieder runter, da musste man den Put rollen und wieder einen Call dagegen setzen. Dann ging es nochmal hoch und jetzt letztendlich ging es wieder runter. Also die Ursprungsidee hat sich jetzt durchgesetzt, aber zwischendurch war das ein ziemliches Hin und Her. Und die Teilnehmer fragen dann, Mensch, ist es denn nicht besser, wenn man mit so einem Markt so schlechte Erfahrungen macht, dass man sagt, ach, das ist vielleicht einfach nicht der Markt für mich. Und wir haben das gestern ausführlich diskutiert und ihr könnt ja jetzt selber schon mal überlegen, was würdet ihr denn machen? Also angenommen, ihr habt so 10 Märkte, die ihr immer handelt, jetzt im Future-Bereich. Ihr könnt aber auch Aktien nehmen, ihr sagt, ihr handelt immer eine bestimmte Gruppe an Aktien und ihr habt jetzt eine Aktie dabei, die spielt immer verrückt. So, ist es dann besser, diese Aktie rauszulassen oder diesen entsprechenden Future rauszulassen? Kurze Bedenkzeit, 1, 2, 3. So, also meine subjektive Meinung ist, ich würde diesen Markt nicht herauslassen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir uns einmal überlegen, was passiert denn in so einem Markt? Es ist ja nicht so, dass Märkte prinzipiell und permanent extrem volatil sind. Das heißt, es gibt immer mal Phasen, wo wir sehr schöne, könnt ihr euch auch in einem Chart von Live Cattle einfach mal anschauen, da haben wir sehr schöne Phasen, wo wir lange, lange Trends haben, wo wir also sehr schön mit unseren Strategien performen. Und dann gibt es aber immer mal diese Wechselpunkte, wo man sagt, okay, jetzt ist der eben lange gefallen und oder lange gestiegen und jetzt kommt dieser Trendwechsel. Und das geht natürlich manchmal etwas volatil vonstatten. Und wir wissen ja natürlich, wann verlieren wir als Optionsverkäufer Geld? Immer bei Trendwechseln und wenn die Volatilität ansteigt. Und so war es eben hier auch bei Live Cattle. Und wenn man jetzt aber sagen würde, naja, das ist, glaube ich, kein guter Markt für mich, und würde den Markt jetzt weglassen, dann würde sich nach meiner Einschätzung innerhalb weniger Jahre folgender Effekt einstellen: Du hättest immer weniger Märkte zum Handeln. Denn was jetzt hier beim Live Cattle war, also dieses sehr starke Schwanken, das hatten wir übrigens in diesem Jahr auch bei Weizen und wir hatten es auch bei Kakao. Wenn du dann sagen würdest, ah, das sind nicht so die richtigen Märkte, weil die so volatil sind, und zwar bezogen eben auf das, was jetzt hier passiert,
dann würdest du diese drei Märkte streichen. Jetzt kann es aber passieren, dass im nächsten Jahr wieder ein oder zwei andere Märkte sich so verhalten, die in diesem Jahr sehr gut liefen. Also wir hatten auch mal letztes Jahr so eine Phase, als Erdgas sehr, sehr volatil in seinen Bewegungen war. Ne? Da ging es hoch, runter, hoch, runter. Und wenn du da engagiert warst, musstest du sehr viel rollen. Und das ist natürlich immer ein bisschen etwas, was einem nicht so gefällt. Oder wir hatten auch diese Phase schon in Öl. Wir hatten diese Phase natürlich auch schon in den Aktienmärkten. Wir hatten das, wenn wir uns das britische Pfund anschauen, letztes Jahr im britischen Pfund. Und das heißt, wenn wir dann immer sagen würden, das ist kein guter Markt, bloß weil wir jetzt im Moment ein schlechtes Erlebnis haben, ein schlechtes Trade-Ergebnis, dann würden wir nach und nach alle Märkte aussortieren und am Ende würden wir dastehen und hätten überhaupt keine Märkte mehr zum Handeln. Und deswegen würde ich es persönlich nicht machen. Natürlich gibt es Märkte, die von vornherein nicht so gut geeignet sind, um sie im Optionshandel zu nutzen. Also wenn wir beispielsweise sagen, wir bleiben mal bei Kakao. Kakao ist natürlich ein Markt, der immer etwas volatiler ist und auch nicht so wahnsinnig liquide ist. Das heißt, wenn hier jemand sagt, okay, ich handle prinzipiell Kakao nicht, dann kann ich das verstehen. Oder wenn jemand sagen würde, ich handle keinen Orangensaft. Ne? Ich persönlich handle also kaum Umsätze in den Optionen, gehen am Tag irgendwie 20, 30 Optionen um, würde ich auch nicht machen. Ich persönlich handle zum Beispiel auch keine Feeder-Kettle mehr, also das sind Zuchtrinder, das sind quasi ganz kleinen, bis sie 6 Monate sind. Auch darauf handle ich keine Optionen mehr. Warum? Weil die Liquidität einfach nicht gegeben ist. Ne? Die sind einfach zu eng oder zu, besser gesagt zu gering in ihrer Liquidität. Damit sind die Spreads sehr groß und bekommst schlechte Ausführungen, was dir einfach einen Nachteil gibt. Das heißt, das mache ich nicht. Oder ich handle, weil es keine Zugänge mehr zu den Pitmärkten gibt, ich handle kein Benzin mehr oder kein Heizöl. Okay, es ist kein Problem, weil dafür kann ich Crude Oil handeln, was sich ja letztendlich 1:1 genauso bewegt. Ne? Das heißt, wenn es von vornherein Märkte gibt, die aufgrund geringerer Liquidität sehr große Spreads aufweisen, dann macht es definitiv diese Märkte nicht zu handeln. Wenn es aber ein liquider Markt ist, der bloß jetzt momentan gerade einmal etwas schwieriger zu handeln ist, dann macht es aus meiner Sicht heraus keinen Sinn, diesen Markt herauszuschneiden und sagen, den handle ich nicht mehr, weil du, wie gesagt, sonst kann es dir passieren, du hast in ein paar Jahren überhaupt nichts mehr zum Handeln. Bei Aktien wäre es genau das Gleiche. Ne? Also wenn schaut euch einfach mal eine Amazon-Aktie an, die ist jetzt die letzten 20, 25 Monate sehr, sehr stabil gelaufen. Das heißt, du konntest permanent immer sehr, sehr schöne Puts darauf schreiben. Jetzt hatten wir in den letzten Tagen mal einen sehr starken Einbruch in dieser Aktie, 8% am Tag intraday. Und da war es natürlich schwierig. Jetzt stellt euch vor, ihr sagt ja, okay, die Amazon-Aktie will ich nie wieder handeln. Na, macht ja keinen Sinn. Und deswegen sollte man immer das so ein bisschen, es ist immer schwer, wenn man in einem Trade ist, und der läuft gegen einen. Man muss viel adjustieren und denkt, oh, ich komme trotzdem irgendwie nicht raus. Ne? Und da kann es Sinn machen, dass man sagt, okay, ich beende den Trade jetzt an dieser Stelle, sammle mich, schaue mir das alles nochmal an, was habe ich da gemacht. Und die meisten werden dann feststellen, naja, ich habe gar keinen Fehler gemacht. Also wie heißt es immer so schön, ich habe einen fachlich korrekten Trade gemacht. Er ist eben am Ende trotzdem mit einem Minus geendet. Das ist aber halt einfach so. Ne? Das gehört zu unserem, zu unserer Strategie ganz einfach dazu. Ich meine, niemand plant Verluste, aber wir wissen doch alle, dass wir ohne Verlusttrades nicht auskommen werden. Ne? Verlusttrades gehören nun mal zu diesem Handel ganz normal dazu, wie zu jedem anderen Börsenhandel auch. Und wichtig ist einfach nur, was kann ich denn aus so einer Phase mitnehmen? Ne? Was kann ich lernen? Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, ich musste hier 3-4 Mal rollen und am Ende ist trotzdem kein Gewinn rausgekommen, dann könnte er zum Beispiel daraus lernen, was hat denn das auf mein Konto für eine Auswirkung gehabt? Wenn er eben jetzt sagt, oh, das hatte sehr, sehr große Auswirkungen, ich habe meine ganze Jahresperformance jetzt in diesem einen Trade wieder kaputt gemacht, dann habe ich einen Fehler gemacht. Nicht vielleicht, wie ich den Trade gehandelt habe, aber wie ich vielleicht mein Risikomanagement betrieben habe. Ne? Mein Positionsgrößenmanagement und dergleichen. Habe ich genügend auf die Volatilität geachtet? Waren meine Positionen der Volatilität in ihrer Größe angepasst und so weiter? Das heißt, es gibt immer in jedem Moment, wo wir handeln und wo wir einen Verlust machen, genauso wie wenn wir einen Gewinn machen, gibt es immer etwas zu lernen. Und am optimalsten ist es, wenn wir
Fehler machen, weil wir eben nur aus Fehlern heraus lernen beim Handel. Und wir haben uns dann gestern unterhalten, ich habe dann gesagt, guck mal, wenn du da jetzt mal als Beispiel 1000 Dollar verloren hast, dann ist das in dem Moment jetzt erstmal schmerzlich, wenn man sagt, ah, ich habe jetzt 1000 Dollar verloren. Ne? Wenn wir aber denken, warum machen wir denn diesen Handel? Wir machen doch diesen Handel nicht, weil wir sagen, wir wollen genau diesen einen Trade zum Gewinner machen, sondern wir machen ja diesen Handel, weil wir sagen, wir haben hier eine Strategie, von der wir wissen, dass sie einen grundsätzlich positiven Erwartungswert hat und die wir über viele, viele, viele Jahre anwenden werden können in der Zukunft und die uns regelmäßig Geld bringen wird. Und niemand wird in 5 Jahren oder in 10 Jahren sagen, weißt du noch damals, dieser eine Trade in den Live Kettle, der hat dich 1000 Dollar gekostet, der hätte dich beinahe deine Trading-Karriere gekostet. Ne? Sondern wird man sagen, okay, da gab es glaube ich mal so einen Trade, da war es mal ein bisschen schwieriger, so wie ich das von mir jetzt aus der Vergangenheit sagen kann. Ich hatte mal eine schwierige Phase im Weizen vor einigen Jahren. Ich hatte mal eine schwierige Phase in Gold. Aber ich habe immer was gelernt aus diesen Trades. Und dieses Lernen hat dazu beigetragen, dass ich eben heute ein besserer Händler bin als vor 5 Jahren. Und vor 5 Jahren ein besserer Händler war als vor 10 Jahren. Und in 5 Jahren ein besserer Händler sein werde als heute. Also heißt, man lernt immer etwas aus diesen Dingen dazu. Und deswegen kann ich euch dann nur ermuntern, steckt in so einer Situation nicht den Kopf in den Sand, sondern macht weiter. Wenn es euch in dem Moment zu schwierig wird, wo ihr sagt, ich sehe nicht, also man merkt das ja manchmal an sich selbst, ne, dass man sagt, ah, dieser Trade beschäftigt mich jetzt so sehr und jedes Mal, wenn ich in meinen Rechner reinschaue und sehe diesen Trade, macht er mich verrückt, dann macht ihn zu, schließt ihn, beendet den Trade an dieser Stelle, macht vielleicht auch mal 1-2 Wochen keinen neuen Trade in diesem Markt, sondern wartet ab, bis ihr wieder eine klare Signallage habt, bis sich das wieder so entwickelt hat. Und dann schaut euch das einfach an und sagt, okay, was kann ich denn aus dieser Situation heraus lernen? Was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Und vielleicht kommt ihr ja auch zu der Erkenntnis, ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Ich habe alles richtig gemacht, aber der Markt war halt dann einfach so. Gebt dann aber nicht dem Markt die Schuld und sagt, ah, das ist ein blöder Markt. Ein Markt ist nie blöd, ein Markt ist immer neutral, sondern sagt, okay, das ist eben eine Phase, die kann in jedem Markt eintreten und ich weiß aber, dass ich durch solche Phasen durchkomme. Irgendwann settelt sich der Markt wieder und dann wird es wieder ein sehr, sehr schöner Markt zum Handeln. Ich bin auf eure Meinungen und Kommentare hierzu gespannt. Habt ihr auch solche Märkte? Geht es euch auch so? Habt ihr vielleicht auch schon diesen Gedanken gehabt? Und wenn ja, wie habt ihr euch entschieden? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare rein. Ich freue mich immer über alles, was ihr hier dazu beitragt. Also ich muss an dieser Stelle auch mal sagen, vielen, vielen Dank für den vielen Input, den ihr mir gebt, hier gerade auf YouTube. Viele meiner Themen, die ich hier in den Videos bespreche, kommen aus euren Kommentaren heraus. Und deswegen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt für Videos, ne, schreibt mir das alles unten rein. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye-bye.